Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Wunschvideo bzw. Wunschkampfvideo mit Turtok bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von mir Gameplays als Hobby und wie gesagt, mache diesen Wunschvideo für Xaroth mit Turtok. Und da schauen wir mal, wie es läuft. Wir suchen den nächsten Gegner. Wir hatten ja im vorletzten Teil zumindest einen Kampf gewonnen mit Turtok. Glaube ich, doch, gegen Pikachu. Mal schauen, wie wir hier abschneiden. Aus Deutschland, Alessio. 134 Siege mit Xerox. Aus Deutschland sieht man natürlich selten irgendwie Gegner. Also ich zumindest. Aber hier im Geisterhaus ist alles möglich. Gruppe C5, na super. Eine Gruppe über mir, mal gucken. Also mit Turtok muss man so ein bisschen defensiv arbeiten, glaube ich. Alter, was hat er für eine Internetverbindung? Nein! Helf mir nach Tara! Scheiße, okay. Es war aber knapp. Oh, eine Freundesanfrage erhalten. Ja gut, da kann ich ja schlecht gucken. Okay. Wer hat mich denn da jetzt angefragt? Ich warte eigentlich auf keine Freundschaftsanfrage von irgendwem. Ich wollte eigentlich mal ein Pokémon rufen. Ah! Nein! Hätte es sein lassen sollen. Na gut, okay. Ein Kampf wieder verloren. Aber kann es sein, dass Deutsche hauptsächlich Xerox spielen? Nee, ne? Ich glaube... Entweder habe ich den Alessio schon mal gehabt, ich glaube aber auch, der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann verwechsel ich den vielleicht noch mit anderen Deutschen, gegen die ich hier spiele. Aber von denen spielen zumindest viele mal Xerox auf jeden Fall. Na gut, Alessio, herzlichen Glückwunsch! Wir suchen den nächsten Kämpfer. Eine Herausforderung. Aus der Schweiz, der Mattia. Mit Mewtwo. 61 Siegen. Vielleicht haben wir da wieder eine Chance. Ich bin wohl doch eher so, ich sag jetzt mal, die gehobene Mittelklasse von Kämpfen hier. Sagen wir Mittelklasse bis gehobene Mittelklasse. Aber so macht das Spiel natürlich auch Spaß, wenn man nicht immer nur gewinnt. Wird ja sonst langweilig. Thank you.
Okay. Warum? Sieht das so einer wie einmal diese eine Pikachu? Macht er mir nur dasselbe in dieser Hinsicht? Ach, Kelle, es ist langweilig mit euch. Ach, Mann. Tut mir leid, für dich gibt's keine Glückwünsche. Du spielst langweilig. Schade. Es hätte besser laufen können, auf jeden Fall. Aber vielleicht beim nächsten Kampf. Xaros, es tut mir leid, dass ich mit den Tutak hauptsächlich verliere. Dabei war ich mit dem am Anfang echt gut eigentlich. Auch wenn ich den da nie wirklich gespielt hatte. Aber wo ich mal so mit jedem einmal durchgekämpft hatte, oder mehrmals sogar, da hatte ich mit dem eigentlich eher Siege reingeholt. Ach, Talia Burner, guck mal an, Impoleon aus Brasilien. Ciao, hey, oder so. So, da haben Xaros und Talia Burner, meine zwei Abonnenten, jetzt beide Kämpfer in einen Kampf eigentlich. Als Wunsch-Pokémon momentan. Ja, toll. Macht auch wieder nur dasselbe. Können die alle mal ordentlich kämpfen hier? Bitte warten. Komm schon, Chao Hi. Du legst eine Führung, mach hin.
Geht doch. Und feuerfrei. Wuhu. 1-1. War knapp, aber wer sagt's? Wenigstens den letzten Kampf kann man doch noch gewinnen hier. Oh, ich habe eigentlich gerade gedrückt. Hey. Hä? Ich habe angegriffen. Wie konnte der mich greifen? Oh, da geht ja kein Konter, stimmt. Ah, stimmt, blocken geht da auch nicht. Scheiße. Okay, leider verloren. Diesmal hast du auf jeden Fall besser gekämpft, aber okay. Hast gut gekämpft, ciao, Heal. Und willkommen auf YouTube übrigens. Schade. 3 Kämpfe in Folge verloren mit Turtok. Dabei sprechen die Bewertungen immer was anderes. 5 Sterne. Wahnsinn. Schade. Zaroth. Bitte sei nicht enttäuscht von mir. Ich gebe wirklich mein Bestes. Okay. Das heißt, die nächsten 3 Videos mit Impoleon sind dran. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, wenn auch nur zur Unterhaltung. Ja, ihr dürft natürlich wie immer, ich sage immer dasselbe eigentlich zum Ende. Also abonnieren, Daumen hoch, dranbleiben, wiederkommen. Das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit von Löhr, Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.